Hallöchen und grüß euch! Heute werde ich euch mal einen richtig coolen, kurzen und einfachen Wallbreach-Glitch in Madrazos Haus zeigen. Viele von euch werden ihn wahrscheinlich schon kennen. Das ist dieser Mensch, der damals bei dem Patch 1.09 so richtig überbezahlte Missionen für uns extra angeboten hatte. Und somit konnte man sich extrem leveln und viel Geld verdienen damals. Leider wurden jetzt die Missionen von ihm schon runtergepatcht. Man bekommt nicht mehr so viel Geld. Hier befindet sich jedenfalls das Haus von ihm für diejenigen, die es noch nicht kennen. Und um diesen gesamten Glitch erstmal zu starten, müssen wir leider erstmal über diesen Hügel in Nachbars Grundstück reinspringen. Das ist jetzt das einzige Schwere hier. Zweimal müssen wir nämlich hüpfen mit dem Motorrad und das macht den Glitch etwas komplizierter. Ihr seht selbst, beim zweiten Mal muss man hier über so eine kleine Mauer springen. Da muss man Wheelie mit dem Motorrad machen. Ich habe es gerade etwas zu spät gemacht, den Wheelie. Deshalb bin ich da auch so runtergeflogen. Es kommt auch ein bisschen aufs Timing drauf an. Da seht ihr, wenn man den Wheelie rechtzeitig macht, schafft man es ganz locker auf dieses Haus rüber mit diesem kleinen Anschwung. Und wenn ihr dieses Beinmale da gehüpft seid, dann seht ihr, ist der Glitch jetzt hier auch nur noch ganz einfach. Jetzt müsst ihr nämlich ganz langsam da unten auf diesem Balkon von Madrazos Haus runterspringen. So. Und dann sind wir hier natürlich zu dritt. Das ist jetzt ein bisschen enger. Müssen wir nämlich jetzt direkt hinter mir einmal so wenden und da links in diese Ecke reinfahren. Wir bedrängen uns hier gegenseitig ein bisschen. Wenn ihr es alleine macht, ist es natürlich nicht so kompliziert. Und dann seht ihr da selbst schon den ersten durchs Fenster, wie er ins Haus reingefahren ist. Ihr könnt nämlich ganz einfach dann durch die Mauer mit eurem Motorrad durchfahren. Ja, und hier im Haus sehen wir, dass dieses Haus tatsächlich möbliert ist. Hier ist die Küche rechts zu meiner Seite, sehen wir sie. Und dort ist leider eine unsichtbare Mauer. Das heißt, man kann diesen Raum nicht betreten durch die Treppe. Kann man ganz einfach durchgehen und dann ist da noch das kleine Wohnzimmer, was ein bisschen merkwürdig aussieht. Die Sessel und das Sofa ist viel zu klein geraten, so wie der Tisch. Und ihr seht, man kann da auch nicht durchlaufen durch dieses Wohnzimmerchen. Ja, alles ziemlich klein geraten. Komisch, ob dieser Mensch wohl kleinwüchsig ist. Eine gute Frage. Jedenfalls seht ihr selbst, dass man nicht rausschießen kann. Das heißt, man kann draußen auch keine Menschen killen. Also kein guter Spot, wenn ihr Kopfgeld habt. Das heißt, ihr könnt hier keinen leider töten. Und jetzt werdet ihr auch mal feststellen, dort ist so ein grauer Boden in diesem kleinen Raum. So wie auch hier hinter mir jetzt, hinter dieser Treppe, wäre auch ein grauer Boden. Wenn ihr den zu weit lang lauft, dann werdet ihr sehen, fallt ihr einfach unter die Map und spawnt dann nach einer Zeit wieder auf der Map drauf. Wenn ihr zu zweit auf dem Motorrad sitzt, dann könnt ihr somit sogar ganz lange unter der Map sogar noch gleiten. Lustiger Nebeneffekt. Alleine werdet ihr sehen, spawnt ihr nach 3 bis 5 Sekunden einfach wieder oben auf der Map, nicht weit entfernt von dem Haus. Da seht ihr denn, ich bin ein bisschen unter der Map geflogen. Jetzt kommt der Proof, dass man auch wirklich nicht zu Fuß in dieses Haus reingehen kann, denn ihr seht selbst, sonst kann man da, könnte man da ganz einfach auf diesen Balkon raufhüpfen. Nein, ihr seht selbst, ich versuche alles da reinzurennen, doch mit dem Motorrad ist das nur machbar. Deshalb etwas komplizierter, diese Springen, wie schon gesagt, aber wenn ihr das dann drauf habt, dann kommt ihr ganz einfach in dieses Haus rein und könnt somit mal eure Freunde überraschen. Ihr steht dann winkend einfach in dem Haus am Fenster, denn sie sehen euch in dem Haus drin. Und das war's auch schon von dem Glitch. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, so wie über den einen oder anderen Abonnenten. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Jan.